Hallo meine Lieben, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und ich habe mir überlegt, wir holen mal ein paar Impulse vom Universum bezogen auf die Portaltagereihe. Portaltage, ich meine vom 11. bis zum 20. an einem Stück aktuell, das heißt sehr hochschwingende Tage, sehr transformierende Tage. Und ich denke, ja, es ist einfach mal interessant zu schauen, was bringen uns die Portaltage, was ist die Botschaft, das Thema dahinter. Das wird natürlich für jeden individuell sein, aber wir bekommen hier Tendenzen, die du dann auf deine Themen umlegen kannst. Und zu Beginn möchte ich mich noch einmal von Herzen bedanken bei euch für die vielen Likes, Abos, die Kommentare. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Also, eine kollektive Kartenlegung. Bitte auf deine persönlichen Themen umlegen. Und ich würde sagen, ich starte auch mal direkt und verbinde mich mit euch, mit dem Seelenkollektiv. Und ich verbinde mich mit den Frequenzen, mit der Schwingung, mit den Portaltagen. Was zeigt sich? Worum geht es? Welche Botschaft darf ich hier weitergeben? Was ist das Hauptthema der Portaltage? Was ist das Hauptthema der Portaltage für das Seelenkollektiv? Okay, meine Lieben. Also, was ist das Hauptthema? Was ist hier die Botschaft für uns bezogen auf die Portaltagreihe, die jetzt aktuell schon im Gange ist? Und wir sehen die drei Karten, die rausgesprungen sind. Wir haben einmal Ass der Schwerter, Ritter der Münzen und Page der Schwerter. Darunter als Klärungskarte haben wir den Stern, das Kreuz und das Kleeblatt. Als Hauptenergie haben wir hier, und das ist das ägyptische Deck, Khnum, Creator Gott. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen diese Kartenenergie wider. Das heißt, es geht darum, hier wirklich etwas Karmisches zu lösen, zu transformieren und etwas Neues zu erschaffen. Denn mit dem Stern haben wir hier auch die Wunscherfüllung, den Wunsch, das Potenzial, was raus möchte. Das Ass der Schwerter ist die Chance, die Möglichkeit, etwas wirklich nach außen zu tragen. Also in Form vom Ausdruck, es zu kommunizieren, sichtbar zu werden und voranzugehen. Und etwas, was dich bisher gefangen hält, etwas Schicksalhaftes oder ein Ereignis aus der Vergangenheit wird mir gezeigt. Vielleicht hast du einen schweren Schicksalsschlag erlebt oder hast ihm beigewohnt bezüglich einer anderen Person. Also wie eine Art Tragödie, etwas Tragisches, was in der Vergangenheit liegt, dient hier eigentlich dazu, das jetzt wirklich loszulassen und in Angriff zu nehmen, es loszulassen, ne? Also wirklich
anzunehmen für ganz, ganz viele. Es ist wichtig, das anzunehmen, weil oftmals sind wir immer noch in diesem innerlichen Abwehrkampf. Wir haben das erlebt, das ist schlimm, wir möchten es nicht fühlen, wir möchten es wegschieben. Und hier ist es so, dass man es aber wirklich jetzt annimmt. Man muss es vielleicht noch mal fühlen, aber wir können diese Kraft nutzen oder auch diesen Schmerz, den wir erfahren haben, den können wir wirklich als Antrieb nutzen. Wenn wir noch mal reinfühlen, wenn wir wirklich sagen, okay, ich vergebe mir, ich vergebe anderen Menschen, ich vergebe dem Universum vielleicht, weil für ganz viele bekomme ich hier das die Schuld, oftmals auf das Universum, auf Gott, was auch immer sich für dich richtig anfühlt, hier geschoben wird. Und du darfst hier lernen, dass das nichts bringt. Schuld zu verteilen sowieso nicht. Es geht wirklich um Vergebung, es geht um Annahme und es geht, ja, da, es geht darum, die Verantwortung zurückzuholen. Und somit wirklich in neue Möglichkeiten zu gehen, neue Wege für sich, ja, auszudehnen, auszubreiten, damit es hier wirklich wieder ins Glück gehen kann. Wir haben hier diesen ägyptischen Gott Khnum, Creator Gott. Das ist der Gott des Erschaffens. Das ist der Gott, der hier kreiert. Hier sehen wir die Menschen drauf. Er hat mitgeholfen, die Menschen zu kreieren, also einen Menschen zu erschaffen. Und es geht darum, etwas Neues in dir und in deinem Leben zu erschaffen. Es geht darum, wirklich das Element Erde auch zu benutzen, was wir hier haben mit den Münzen. Und ich finde, das hier wirkt auch sehr erdig, ne? Also du brauchst Masse, um zu kreieren. Du kannst viele Visionen im Kopf haben, was großartig ist, aber wenn du wirklich etwas erschaffen willst, dann musst du es auf die Erde holen, in die Materie holen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das könnte hier deine Herausforderung sein. Und da könntest du die Portaltag-Reihe dazu nutzen, wirklich reinzuschauen, was hindert mich daran, etwas wirklich in die Materie zu holen, etwas sichtbar zu machen, in die Eigenverantwortung zu gehen, in die Selbstsicherheit aber auch zu gehen. Und wenn du das erkannt hast, dann geht es nämlich hier wirklich in neue Möglichkeiten, in das Glück, in die Selbstakzeptanz, in die Balance, also so ein bisschen in den Selbstfrieden. Aber du wirst es schaffen, also du wirst, wie ich finde, auch hingeführt in diesen, in dieser Zeit der Portaltage ist es wie ein, es wird dir etwas gezeigt werden und du bist nun im Stand und hast die Möglichkeit, hier etwas zu transformieren. Eine klare Botschaft für dich, für die Portaltage. Ja, mega. Going forward. Weitergehen. Geh weiter. Hol es in die Materie. Bring es. Gehe deinen Weg, so wie du es möchtest. Also ganz, ganz wichtig, hier auch wirklich weiterzugehen, mit dieser Energie zu erkennen, anzunehmen und dann wirklich das voranzutreiben, was du möchtest. Ich finde, das sieht auch immer so ein bisschen aus, als hätte er hier so ein Lenkrad in der Hand. Ich zeig das mal. Es wird halt man hier so ein Lenkrad in der Hand, so man steuert jetzt nach vorne in die Richtung, die man möchte. Und alles im Umfeld, was dich daran hindert, loszufahren, sage ich mal, das darfst du jetzt anschauen und du darfst jetzt neue Möglichkeiten kreieren, aber sie werden dir auch auf göttliche Art und Weise gegeben. Also es kann gut sein, dass von jetzt auf gleich Situationen, Möglichkeiten in dein Leben kommen, was du gar nicht glauben kannst. So mit dem Ast der Schwerter hier ist es echt auch ein Zeichen, dass du dem ganzen Braten manchmal nicht so traust. Dann kommt so eine Möglichkeit und du denkst dir so, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ob sich das so richtig anfühlt. Also man begutachtet hier, also du begutachtest hier, Situationen sehr schnell negativ, obwohl sie eigentlich sehr, sehr positiv sind. Und da gilt es wirklich hier, in dein Gefühl zu gehen und ein bisschen aus dem Kopf rauszugehen, ein bisschen mehr ins Fühlen zu gehen und den Fokus hier auf wirklich das zu legen, was du dir von Herzen wünschst. Was ist denn hier
noch der magische Rat, der magische Impuls für dich, für die Portaltagreihe. Flexibilität. Wow. Willow Spirit. Sei flexibel. Öffne dich jeglichen Möglichkeiten. Wage manche Dinge. Und hab Vertrauen in dich selbst und in deine Intuition bekomme ich ja auch. Wir haben hier die Zahl 48, die reduziert sich auf die 12 und das ist der Gehängte im Tarot. Was ich schon sagte, ne? Also wirklich alles anschauen, alles mal aus einer anderen Brille, nicht immer nur aus der negativen Kopfbrille, sondern wirklich auch mal reinfühlen. Reduziert sich auf die 2, auf die 3, das ist die Herrscherin und die Herrscherin, die, das passt eigentlich ganz gut mit der Frau hier, ne? Also die ist voller Hingabe, voller Vertrauen, die ist auch sehr nährend und ist voller Yin-Energie. Auch wenn du hier als Mann zusiehst, ist es so, dass wir manchmal einfach eine Portion Hingabe und Vertrauen brauchen. Und das ist hier die Botschaft für dich. Also erschaffe etwas Neues, lege Altes ab, wo du das Gefühl hast, das ist eher ein Hindernis auf meinem Weg zu meinen Zielen, zu meinen Wünschen. Und geh voran, geh weiter und baue dir deinen Lebensweg so, wie er sich für dich richtig anfühlt. Und diese Portaltage sind oft natürlich Tage der Reinigung, Tage der Innenschau, Tage des Piesackens, so empfinden sie viele, wie ich finde, weil oftmals Menschen die Position des Spiegels einnehmen und genau die Themen offenlegen, die angesehen werden müssen. Und da darfst du jetzt hinschauen, hinfühlen und etwas ganz, ganz Neues erschaffen für dich. Ja, ich hoffe, du konntest dir hier deinen Impuls mitnehmen für die Portaltage. Ich hoffe, sie werden nicht ganz so stürmig. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis ganz, ganz bald. Mach's gut.